Bei sehr geringen Mengen einer chemischen Substanz, die dünn über eine große Oberfläche verteilt ist, erfolgt eine Probenahme mittels Wischprobe. Wischprobe, angefeuchtetes Filterpapier. Dazu benötigt der Probenehmer Filterpapier und eine Pinzette. Die benötigten Materialien werden vom Helfer bereitgestellt. Für ein besseres Anhaften wird ein Lösungsmittel verwendet, in diesem Fall destilliertes Wasser. Sollte sich die aufzunehmende Substanz darin nicht lösen, wird Ethanol verwendet. Der Filter wird mit Hilfe einer Pinzette angereicht. Ein direktes Anfassen sollte vermieden werden. Die Fläche wird mit dem Filter abgewischt. Der Filter wird mit Hilfe der Pinzette gefaltet und in eine Flasche gefüllt. Diese wird vom Helfer angereicht. Die Flasche wird verschlossen und abgewischt. Ein Etikett wird mit Datum und der Probennummer versehen und auf die gesäuberte Flasche geklebt. Die Flasche wird mit Alufolie lichtdicht umwickelt. Die Daten werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Die Probe wird mit dem Probenbegleitschein in die Dekonverpackung gegeben. Der pH-Wert des Pulvers auf der Fläche wird bestimmt. Dazu wird ein Stück pH-Papier angereicht und vom Probennehmer mit der Pinzette gegriffen, angefeuchtet und über die kontaminierte Fläche geführt. Die pH-Wertbestimmung erfolgt berührungslos über einen Farbabgleich mit der Skala auf der Packung. Die Luft wird ausgestrichen und der Beutel mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist nun bereit für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das Tauchbad.